Sie sind dann Lehrer für Abwurfwaffen geworden. Ja. In Großenbrode. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Da bin ich einfach ins kalte Wasser gesprungen. Da konnte ich mich gar nicht groß vor. Bei mir war nur klar, dass es über jeden Unterrichtsstoff Hefte gibt, also Bücher zum Nachlesen. Das war mir klar. Und die habe ich natürlich sofort angefordert, das ist ja klar. Und ich bin da. Ich habe ja per Zufall, jetzt springe ich endlos weiter, ich bin ja später desertiert. Und bei der Desertation, ich bin in Berlin gewesen und sollte zu den Fallschirmjägern nach Großenbrode kommen. Und da war die Frage an dem Morgen, als ich abfahren sollte, ob man die Papiere, nämlich meine persönlichen Papiere, hat ja jeder mit Beurteilung und so weiter, Wehrpass und so, ob man sie mir mitgibt oder ob man die per Post schickt. Und da war die Sekretärin, mit der ich ein Verhältnis hatte, auf meiner Seite und die hat gesagt, am besten wir geben Herrn Petersen die Papiere mit. Der Postweg ist im Moment schon sehr fragwürdig, von Berlin aus. 12. April 1945, man überlege, in 4 Wochen gibt es Hitler schon nicht mehr danach. Also und somit bekam ich in meine Hand meine sämtlichen Papiere. Und dadurch kann ich heute nachweisen, dass ich Lehrer war. Ich habe eine Beurteilung, wo da steht, der Lehrer Petersen hat sich hervorragend vor der Front, ein toller Soldat und so weiter. Dann lacht sich tot. Und die andere Beurteilung, unzureichend, völliger undiszipliniert und so weiter. Also genau das Gegenteil, wie das so ist bei Beurteilung. Also ich meine, da habe ich den Sprung andersrum gemacht. Da habe ich gesagt, so, jetzt bin ich der ganz forsche Kamerad hier.